Gäste beschenkt und dann üben wir so ein bisschen das Tanzen. Das ist total aufregend. Das Märkische Viertel leuchtet bunt. Der TSV Berlin-Wittenau veranstaltete am Montag zusammen mit vielen Partnern das Mega-Laternenfest 2019 am Segelhochbecken. Für uns war es einfach wichtig, dass nicht jede Gruppe einzeln ein Laternenfest macht, sondern dass wir in der Gemeinschaft hier im Märkischen Viertel unterwegs sind und zusammen einfach dieses wunderbare Fest des Teilens erleben können. Mit rund 1000 Teilnehmern war hier auch richtig was los. Und um all das auf die Beine zu stellen, hat sich der Verein mit der Gesobau, der Berliner Sparkasse, der katholischen Kirchengemeinde und vielen weiteren zusammengetan. TSV Wittenau, die Kirchengemeinden, Ben, ganz viele, die hier aktiv mit dabei sind und einen wunderschönen Abend mit Umzug und Feuer und nachher natürlich auch einem gemeinsamen Teilen des Brotes. Doch bevor der große Laternenumzug startete, gab es, um den kalten Temperaturen zu trotzen, ein Warm-up-Programm der Milchzahnathleten vom TSV Berlin-Wittenau. Auch die Geschichte des heiligen St. Martin wurde in Form einer Aufführung erzählt. Ein gutmütiger Mann, der von Krieg und Kämpfen nicht viel hielt und sich für die Armen und Schwachen einsetzte. Wir sind vom TSV Berlin-Wittenau, die Abteilung der Milchzahnathleten. Das ist ein Breitensportangebot für Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren. Es können von klein bis groß alle Sport machen. Nach den Darbietungen war es dann Zeit für den gemeinsamen Laternenumzug, der symbolisch für die strahlende Botschaft des heiligen Martin steht. Und ganz im Sinne des Festes wurden im Anschluss Hörnchen und Brezeln miteinander geteilt. Ein Brauch, der auch bei den ganz Kleinen einen großen Eindruck hinterlassen hat. St. Martin war ein gutes Mensch, weil er immer geteilt hat und immer fair zu den anderen Menschen war. Er würde halt auch viel Spaß machen, den Leuten das zu geben, die sowas vielleicht nicht hätten. Und das wäre halt wunderbar, wenn das auch andere Leute machen würden. Ein wirklich gelungenes Fest für die Nachbarschaft im Märkischen Viertel. Und der ein oder andere wird auch sicherlich seinen Weg zu den Milchzahnathleten des TSV Berlin-Wittenau gefunden haben.